Uhu. Hier ist Voodoo. Ja, hallo. Ich habe ja Anfang der Woche ein Video hochgeladen zum Thema Matchmaking und Durchcappen. Und von Wargaming habe ich jetzt eine Antwort erhalten, von Teekanne. Vielen Dank auch nochmal an dich, falls du das hier siehst. Und zum einen die Antwort würde ich gerne mit euch durchgehen und welche Schlussfolgerungen können wir alle jetzt im Prinzip daraus ziehen. Also, die Antwort kurz und knapp, die alten Hasen kennen sie schon. Es wird kein skillbasiertes Matchmaking geben. Ja? Und der Grund ist folgender. World of Tanks, also gerade auch auf Konsole, ist halt kein Spiel, was von Millionen von Spielern gezockt wird, sondern da sind so, ich glaube, 100, 150.000 aktive Spieler, wie mir der Koni gestern gesagt hat, wohl so in etwa aktiv gemeldet. Und ihr seht es ja selber auf dem Server, so zur Primetime sind so zwischen 10.000 und 15.000 Spieler online. Und das war so die Vase, ja, also mehr sind ja nicht dabei. Und wenn wir jetzt halt hingehen würden und würde sagen, okay, wir machen es jetzt skillbasiert, dann würden halt Super Unikum-Spieler, keine Ahnung, vielleicht 10, 20 Minuten auf ein Spiel warten und hat natürlich auch keiner Bock drauf. Und es geht darum, dass man halt eben schnell ins Spiel reinkommt, weil so lange Wartezeiten sind definitiv ein Killer für ein Spiel, das kann ich nachvollziehen. Und ja, von daher muss ich leider sagen, okay, müssen wir halt irgendwie gucken, dass wir uns damit arrangieren. Ich komme dann auch gleich nochmal zur Schlussfolgerung. Aber was vielleicht noch wichtig ist, welche Daten werden denn überhaupt fürs Matchmaking herangezogen? Und zwar werden folgende Daten herangezogen. Teekanne hat mir da auch dann nochmal einen Artikel weitergeleitet. Und als ich es gelesen habe, habe ich auch gedacht, ah stimmt, da war was. Also was halt gemacht wird, es wird sichergestellt, dass in jedem Team, auf jeder Seite, die gleiche Anzahl Menschen sind. Das heißt, Team A sind im besten Fall natürlich 15 Menschen, Team B auch. Falls jetzt halt zu Zeiten gezockt wird, wo halt einfach nicht mehr so viele Leute online sind, dann wird der Rest halt mit Bots aufgefüllt. Ab Stufe 5 sind es, glaube ich, mindestens 3 Menschen und der Rest könnte im schlimmsten Fall dann Bots sein, also Computerbots. Also das ist das eine. Und das andere sind halt einfach die Anzahl der gemachten Gefechte. Also jetzt bei 15 Menschen gegen 15 Menschen, nehmen wir jetzt einfach mal eine Zahl, da muss halt dann sichergestellt werden, dass das Team A wegen mir aus ein paar hundert, also sagen wir mal 300.000 Gefechte hat und dann wird geguckt, dass es das andere Team halt eben auch 300.000 Gesamtgefechte gemacht hat oder 100.000, je nachdem, wie viele Spieler halt gerade online sind, ja. Und das ist das Einzige, was abgeglichen wird. Das ist zwar ein Wert, wo ich sage, ja, die Anzahl der Spiele sagt jetzt nicht unbedingt was darüber aus, wie gut ein Spieler ist. Aber wenn man jetzt anfangen würde, persönliche Wertungen irgendwie zu nehmen, weil das habe ich nun auch geschrieben, warum nimmt er denn nicht die persönliche Wertung? Die ist zwar auch nicht super aussagekräftig, aber vielleicht schon noch ein bisschen besser als halt eben einfach nur die Anzahl. Und dann hat er halt gemeint, ja, dann sind wir halt eben wieder bei Skill-basiert. Und das wird es halt nicht geben, das wäre halt einfach der Killer. Also das muss man jetzt halt einfach alle so hinnehmen, ein Versuch war es wert. Und jetzt kommen wir zum Thema Schlussfolgerung. Welche Schlussfolgerung kann man daraus ziehen? Folgende, und zwar die Spieler, und ich glaube, das sind ja viele von euch, die vielleicht auch neu in dem Spiel sind und wie ich auch gestern erfahren habe, kommen wohl auch viele neue Spieler immer mehr dazu. Durch Werbung, die geschaltet wird. Im Fernsehen sieht man es ja öfters mal, Werbung von World of Tanks. Und den neuen Spielern kann ich nur raten, zum einen versucht vielleicht euch mal bei Discord anzumelden und sucht da mal nach einem Clan, weil dann habt ihr Leute, die können euch an die Hand nehmen, die können euch dann auch im Spiel vielleicht auch schon den einen oder anderen Tipp geben oder auch mal, wenn man in der Garage ist, kann man Fragen stellen und das ist auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll. Die andere Möglichkeit, die es gibt, und das war halt eben der Weg, den ich gewählt habe, ich habe mir damals wirklich... Mein Idol war damals Turkey Tank, der macht leider nichts mehr. Der hat bei 6.0 dann aufgehört. Aber ich habe mir jedes Video von dem auf YouTube angeschaut. Und das hat mir persönlich halt super viel gebracht. Ansonsten gibt es halt aktuell auf Konsole
gibt es halt Wishaw, also V-I, Siegfried, Heinrich, Anton, Wilhelm, Wishaw. Ist halt auf Englisch. Das ist ein extrem guter Spieler. Da kann man super, super, super viel lernen. Dann gibt es noch Patty, der ist noch sehr, sehr gut. Oder Randy Duck, die haben auch Panzervorstellungen. Das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, dass man da mal reinschaut und sich das anguckt. Ihr könnt natürlich auch gerne mein Kram hier gucken. Ich versuche das auch, euch aus meiner Sicht der Dinge zu erklären. Und das sind eigentlich so die Dinge, die man tun kann. Und wenn man dann besser ist, dann wird man auch nicht bei 25 Panzern im Spiel durchkeppen, weil das machen meiner Meinung nach nur Leute, die halt eben unerfahren sind und es vielleicht auch nicht besser wissen. Und leider werden ja auch neue Spieler, wenn die fangen mit Low Tier an, ja, und dann kriegen sie es ja vorgemacht, weil die Computerbots, wenn die durchkommen, wenn sie nicht vorher abgefarmt werden, fahren die ja direkt in die Gegnerbase und cappen. Und das guckt man sich als neuer Spieler dann halt eben ab. Deswegen versucht wirklich, euch das eben nicht anzueignen mit dem Durchcappen. Lasst es bitte sein. Weil, und auch die Begründung warum, wenn ihr dann irgendwann mal besser seid in dem Spiel, dann habt ihr ja auch mal vor, auf Gunmark zu fahren. Dann freut ihr euch, wenn die erste Gunmark drauf ist, irgendwann mal die zweite, dann mal vielleicht sogar auch irgendwann die dritte. Die ganz krassen, die kriegen dann auch mal die vierte Gunmark drauf. Aber das ist wirklich von dem letzten 1% dann nochmal, keine Ahnung, nochmal eine Handvoll Spieler. Aber es geht ja auch gar nicht darum, der Beste in dem Spiel zu werden, sondern einfach, wenn ihr dann irgendwann mal merkt, okay, ich habe jetzt hier Fortschritte gemacht, kann was. Und dann fangt ihr irgendwann automatisch mal an, okay, ich will jetzt mal hier meine zweite Gunmark drauf machen oder vielleicht auch mal irgendwann meine dritte. Und dann braucht ihr halt einfach lange Runden. Ihr wollt dann Schaden machen. Und wenn ihr dann halt einen Panzer leveln wollt oder auf Gunmark spielen, dann kotzt ihr, wenn noch, was weiß ich, noch 10, 15 Gegnerpanzer noch dabei sind, da sind noch mega viele HP zu ernten und das ist der Killer, ja. Und wenn ihr das jetzt halt momentan macht, dann macht ihr genau das, was euch später dann selber ärgert, ja. Weil das gibt nichts, was einen mehr ärgert, wie genau sowas. Gut, mit Discord, das habe ich gesagt, da könnt ihr euch auf jeden Fall nach Clans umschauen. Das kann ich nur jedem empfehlen. Und ansonsten YouTube-Videos gucken und einfach auch eure eigenen Replays. Genau, guckt euch das auch immer an. Dann war's das. Dann bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen. Bleibt gesund und munter und bis dann irgendwann. Tschüss.